Klasse. Hier ist euer Matze Gno. Ich habe ihm, sagen wir mal, auch einen Song mitgebracht. Wer ein Video, also ein Handy hat und Videofunktion, dann auf jetzt alle mal filmen, weil das können wir dann dem Bundestrainer noch kurz vorm Spiel rüberschicken. Und ich habe einen Song mitgebracht, den kennt ihr alle, auf Hula Baloo, Jogi Löw. Und da singen wir jetzt alle die Videofunktion an und alle die Hände hoch. Ich singe. Jogi, 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 Jogi Löw. Jogi, 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 Jogi Löw. Jogi, 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 Jogi Löw. Jogi, Jogi, Jogi. Dankeschön, ihr seid super. Und jetzt kommt der Song in voller Länge. Und wenn der Refrain kommt, dann müsst ihr immer mal mitsingen. Mein Tipp für heute Abend. Ach nee, das soll ich noch gar nicht machen. Jetzt machen wir eben dann auch nach dem Song. Okay, also seid ihr bereit für Jogi Jogi Löw? Ich will eben, sagen wir mal, alle Farben sehen, alle Hände hoch, alle nach oben. Und wir klatschen. Guck mal, und. War die geilste Nacht. Klopp, Götze macht das Ding. Alles tanzt, alles lacht. Da war dann sogar mein Friseur begeistert. Denn er mein Föhn und ich und ihr seid Weltmeister. Kann Akinfeev denn halten, was Julio Cäsar nicht hält? Wladimir Putin lauten Wodka, wenn das 8:1 fällt. Unsere Jungs, die sind schnell. Unsere Jungs haben Biss. Für schöne Haare im Spiel gibt Jogi Tipps gegen Spliss.
Tiki-Taka, Tiki-Taka. Finale. Kantale. Ja, klopp. Ja, du, jetzt erzähl mal ganz kurz, du bist voll motiviert, du hast den extra Yogi-Song gemacht. Wie ist dein Tipp für heute Abend, Matze? Ja, ach, Zugabe, ja. Aber ich hoffe dann nur das Lied und nicht das Spiel von Mexiko. Ich denke eben, sagen wir mal, das, oh, wir lagen nach dem letzten Spiel, lagen wir in Mexiko. Aber jetzt kommen die Schweden und die Schweden haben eine schlechte Abwehr. Oh. Die fallen auseinander wie ein wackeliges Regal von Ikea. Aber hallo. Mesut, der Mesut sitzt wahrscheinlich nur auf der Bank. Oh, klar. Sein. Ihr wisst ja, Mesut ist der einzige Spieler, wenn er hinfällt, kann er sich mit seinen eigenen Augen abstützen. Aber heute gegen die Schweden kommt es drauf an. Was ist dein Tipp? Und wahre Helden sind nur die, die hinfallen und immer mal wieder aufstehen, oder? Hinfallen, aufstehen. Mein Tipp für euch. 2:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wenn ihr das auch so seht, alle Hände nach oben.